Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir heute auf die internationalen Zahlen sehen, dann merken wir, die gesamte Welt ist mittlerweile betroffen. Wir haben stark steigende Zahlen, eigentlich bis auf eine Ausnahme weltweit. Diese Welt ist von der schwersten Pandemie gekennzeichnet und betroffen, die wir seit Jahrzehnten gehabt haben. Das ist die Ausgangssituation. Die einzige Ausnahme ist China. In China haben wir mittlerweile eine absolute Stagnation erreicht. China hat derzeit 81.000 Erkrankte gemeldet, davon 3.200 Todesfälle. Und, das ist das sehr, sehr Schöne an diesen Zahlen, über 73.000 mittlerweile wieder Genesene. Das heißt, in China ist die Situation sehr balanciert, im Griff, kontrolliert und sieht gut aus. Ganz anders sieht es in Italien aus. Italien ist mittlerweile die Nummer zwei und mittlerweile, was die Erkrankungsfälle betrifft, bereits unmittelbar hinter China, nämlich mit 64.000 Erkrankungsfällen, bestätigten Erkrankungsfällen und über 6.000 Todesfällen. Wie gesagt, in China waren es 3.200. An diesen Zahlen kann man, glaube ich, in etwa die Dramatik der Situation in Italien auch abschätzen. Ganz starke Zuwächse verzeichnen die USA. Die USA ist mittlerweile bereits Nummer drei an diesem Ranking mit über 46.000 Erkrankungsfällen, 32% tägliche Steigerung im Augenblick. Das ist sehr, sehr dramatisch, 586 Todesfällen mittlerweile. Ganz schwierig auch die Situation in Spanien, unmittelbar dahinter mit 35.000 Todesfällen. Und, Entschuldigung, 35.000 Erkrankungsfällen und 2.300 Todesfällen. Schwierig, sehr schwierig auch die Situation in der Schweiz. Ich springe jetzt ein bisschen runter. Die Schweiz liegt bereits bei 8.500 Erkrankungsfällen und 118 Todesfällen. Wie sieht es in Österreich aus? Wir haben in Österreich in den letzten Tagen nach wie vor starke Steigerungen, aber eine Stabilisierung erlebt, was die prozentuellen täglichen Zuwachsraten betrifft. Sie erinnern sich, vor zwei Wochen hatten wir Werte zwischen 35% und 40% tägliche Steigerung. In den letzten Tagen sind wir auf 20 bzw. knapp darunter gesunken. Das ist weitaus noch nicht unser Ziel. Aber das zeigt, es ist etwas in Bewegung. Auch die heutigen Daten gehen in eine ähnliche Richtung, in fast allen Bundesländern mit einer Ausnahme, das ist Tirol. In Tirol haben wir in den letzten 24 Stunden eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Das hat, ich habe gerade mit dem Tiroler Gesundheitslandesrat telefoniert, vorrangig damit zu tun, dass es, was die Einspeisungen betrifft, der Zahlen in Tirol zu Verzögerungen gekommen ist. Das heißt, das sollte ein Sonderwert sein in dieser Form, in diesem Peak. Sie sehen die Auswirkung hier, das heißt, wir sind im Österreich-Schnitt auf plus 24%. Bei den anderen Bundesländern sind wir deutlich darunter. Wir haben erste Bundesländer, die sogar einstellig mittlerweile nur mehr sind. Wir haben Bundesländer, die bei 12-13% Steigerung sind. Also der Gesamttrend hat sich verbessert, allerdings weitaus noch nicht dort, wo wir hinwollen. Und zweitens, wir haben einen Peak in Tirol und da müssen wir uns besonders anstrengen, um hier schwerpunktmäßig auch eine Stabilisierung und Trendwende zu erreichen. Mir ist völlig klar, wir sind in einer schwierigen Situation. Auch alle, die mitmachen, diese 95%, die machen mit und erwarten sich, dass möglichst rasch ein Erfolg auch sichtbar ist. Und das ist die Schwierigkeit in diesen Tagen im Augenblick, dass man jetzt schon 7, 8 Tage aktiv ist, 9 Tage, 10 Tage aktiv ist, mit dabei ist, sich engagiert, aber noch nicht die ganz große Auswirkung in den Zahlen zu sehen ist. Aber das war zu erwarten. Wir haben von Beginn an immer gesagt, wir haben einen Verzögerungseffekt, Maßnahmenbeginn und Niederschlag in der Statistik. Deswegen werden wir am Freitag diese Zahlen gemeinsam mit unseren Prognoseexperten noch einmal evaluieren und uns dann ansehen, wie dieses zweite große Maßnahmenpaket, das große, auf das wir große Stücke auch setzen, wie sich das auszuwirken beginnt. Das ist die Situation, die heutigen Zahlen in konkreten Zahlen genannt. Wir haben aktuell gerade eine Zahl von 4.742 bestätigten Erkrankungen, davon
3,4% hospitalisiert, 0,4% in Intensivstationen und 95,5% oder in absoluten Zahlen ausgedrückt 4.579 betroffene Erkrankte mit einem äußerst milden Erkrankungsverlauf, sodass sie zu Hause bleiben können und sich dort auskurieren können. Das ist wichtig, glaube ich, das auch noch einmal zu betonen. Über 95% der betroffenen Erkrankten mit einem sehr, sehr milden Erkrankungsverlauf. Das heißt, diese Zahl, Sie erinnern sich, vor einer Woche haben wir gesprochen von rund 90%, die steigert sich, das ist gut und das soll auch so bleiben und sich stabilisieren. Wie gesagt, noch einmal, die Entwicklung heute ist sehr stark beeinflusst von diesen deutlichen Zuwächsen in Tirol. Zweiter Punkt, das Vorsorgeprogramm. Na, selbstverständlich bereiten wir uns intensivst und hochprofessionell in allen Bundesländern darauf vor, dass die Zahlen weiter steigen werden. Und das heißt unter anderem ein gemeinsames Schutzkonzept Spitäler, das für ganz Österreich jetzt Gültigkeit hat, wo wir klare Standards definiert haben, wie unser wichtigstes Gut im Augenblick, die Spitäler, aufrechterhalten werden in der völligen und vollständigen Handlungsfähigkeit, dass es hier möglichst wenig Erkrankungen gibt, die tun uns weh, die würden es schwierig machen. Zweiter Punkt, bei den Spitälern selbstverständlich auch ein zentraler Schwerpunkt, was die Testungen betrifft, gerade auch in den nächsten Tagen. Und der dritte Bereich, wir bauen massiv große Bettenreserven in den Spitälern auf, die derzeit nicht belegt sind, um für diesen Tag X und für diese Entwicklung weiterer Zuwächse gut vorbereitet zu sein. Einerseits sowohl in den Akutstationen als auch im Normalbetrieb. Und drittens, in diesem Bereich haben die Bundesländer mittlerweile das realisiert, was mein Auftrag war und ist, nämlich Ersatzkapazitäten, zusätzliche für mild Erkrankte, die nicht zu Hause gepflegt werden können, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie keine unmittelbare Betreuung haben, etc., aufzubauen. Da sind wir mittlerweile bei diesen Zusatzstationen, die in unterschiedlichen Bereichen realisiert wurden. In Wien ist es die Wiener Messe als Areal, in anderen Bundesländern sind es frühere Reha-Häuser zum Beispiel, die dafür verwendet werden, sind wir mittlerweile bei 12.000 zusätzlichen Betten, die mittlerweile stehen, die fertig sind und die jederzeit einsatzfähig sind. Dritter Bereich, sehr, sehr wichtig, die Testungen. Ja, jeder Test, der technisch in Österreich möglich ist, wird durchgeführt, Rufzeichen. Wir nutzen die Ressourcen zu 100% aus, haben in den letzten Wochen eine Verzehnfachung der Testkapazitäten geschafft. Bin sehr froh und dankbar für diese Mischung aus Universitätsinstituten, professionellen Großlabors wie unserer AGES, aber auch privaten kleineren Labors. Es sind mittlerweile über 20 Labors, die diese Testungen österreichweit durchführen können, die mit aller Vehemenz rund um die Uhr daran arbeiten, die Testungen auszuwerten. Was der Flaschenhals ist, davon sind wir abhängig, das ist der Weltmarkt bei den Rohstoffen. Das heißt, die Kapazität, was die Labortestungen betrifft, ist mittlerweile sehr, sehr gut und sehr gut erweitert. Wir müssen allerdings danach trachten, dass wir ausreichend Zukäufe, was die Rohstoffe betrifft, am Weltmarkt erhalten. Und Sie können sich vorstellen, dass dieser Weltmarkt derzeit von allen sehr, sehr umkämpft ist. Also diese Situation nicht einfach ist, aber wir versuchen spannende Lösungen zu erarbeiten, wie wir einen deutlichen Ausbau der Testungen realisieren. Für mich ist wichtig, dass wir da Qualitätssicherung betreiben, denn keine Ahnung, ein paar hundert oder ein paar Dutzend oder ein paar falsche Testergebnisse können die Betroffenen in die Irre führen und wären kontraproduktiv. Das heißt, Qualitätssicherung ganz oben, das gilt auch für die Schnelltests. Da bin ich aber sehr zuversichtlich, weil ich höre, dass die technische Weiterentwicklung eine sehr, sehr gute ist und wir deswegen sehr, sehr hoffen darauf, dass es sehr rasch Schnelltests mit einer hohen Repräsentativität gibt, damit wir auch hier dieses zusätzliche Instrument gut nutzen können. Dritter großer Bereich, die Beschaffungen. Die Beschaffungen werden 24 Stunden mit allem Engagement in Österreich auf allen Ebenen durchgeführt. Sie kennen ja die Vorgeschichte. Wir hatten natürlich durch den Start der Corona-Krise in China ein de facto
facto Aufkaufen des Weltmarktes und haben die bisherigen Versorgungsstrukturen, die Österreich weitestgehend hatte, auf Direktbezug, Ärztekammern zum Beispiel, Zahnärztekammer und viele andere mehr, aus Deutschland unterbrochen über viele Tage hindurch durch das Exportverbot Deutschlands. Deswegen mussten wir jetzt Zusatzkanäle auftun. Das gelingt zunehmend sehr, sehr gut. Und was ich Ihnen mitgebracht habe, damit Sie ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, das sind die Abschlüsse der letzten Tage, was diese Beschaffungen betrifft. Das sind Millionen Investitionen, die mittlerweile abgeschlossen sind. Wir sind da erfolgreich. Es ist natürlich nicht einfach, weil der Weltmarkt extrem umkämpft ist, aber wir haben gute Partner in unterschiedlichen Regionen, die das sehr, sehr unterstützen und wo wir sehr erfolgreich sind. Diese Woche 250.000 Masken in den nächsten Tagen. Am Wochenende erwarten wir den ersten Teil der Großlieferung, die der Bundeskanzler angesprochen hat, von 5 Millionen Masken. Wir sind sehr offensiv im Bereich des Ressourcenbeschaffens, was die Händedesinfektion betrifft. Wir haben Ende dieser Woche die Erwartung, dass es eine Großlieferung im Bereich der Spitalshandschuhe, der medizinischen Handschuhe von 4 Millionen Stück geben wird. OP-Masken werden für nächste Woche 2 Millionen Stück erwartet und. Also diese Offensive läuft gut, ist gut in Umsetzung. Vorletzter Punkt, der Pflegebereich, der ist aufgrund auch meiner Zuständigkeit und aufgrund der Tatsache, dass es ja eigentlich unser Plan gewesen wäre, eine große Pflegereform an den Start dieser Legislaturperiode zu setzen und der Regierungsarbeit. Das ist jetzt etwas in Verzögerung geraten, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Jetzt müssen wir eine Baustelle lösen, die wir in diesem Bereich haben. Wir werden hier ein Paket heute am Nachmittag auch präsentieren im Detail. Die Größenordnungen wurden vom Bundeskanzler bereits genannt, weil wir erreichen wollen in einer sehr, sehr engen Zusammenarbeit mit den Bundesländern, dass kein Betroffener hier alleine gelassen wird. Das ist extrem wichtig. Menschen, die Pflege brauchen, sind de facto die schwächsten Teile der Gesellschaft. Für die müssen wir sorgen und für die werden wir gemeinsam mit den Bundesländern alles tun, dass auch gesorgt ist. Für mich gibt es für die nächsten Tage drei große Grundsätze. Das erste ist, um zum Schluss zu kommen, wir haben eine sehr klare Strategie. Die Strategie bedeutet, Sozialkontakte reduzieren, wo immer es geht und damit das Ansteckungsrisiko verringern, wie auch immer es möglich ist. Sie kennen die alte Zahl von uns, 25% weniger Sozialkontakte bedeutet de facto eine beinahe Halbierung des Ansteckungsrisikos. Das ist unser Ziel, hier wirklich erfolgreich zu sein. Zweitens, nach wie vor die Containment-Methode, das heißt testen, Verdachtsfälle klar machen und festlegen, ob es hier zu einer Erkrankung gekommen ist und dann Erkrankte tatsächlich isolieren, auch ihr Umfeld isolieren, um damit die Ausbreitung drastisch zu reduzieren. Der zweite große Grundsatz ist aus meiner Sicht, in dieser Situation Ruhe und Besonnenheit zu bewahren, auch eine Politik der ruhigen Hand zu realisieren. Wir sind überzeugt davon, dass die Maßnahmen die richtigen sind. Wir können zwar Österreich nicht unter einen Glassturz stellen, aber wir können gemeinsam mit jedem Einzelnen, der auch ein Teil der Lösung ist, das Bestmögliche verwirklichen, damit wir möglichst gut durch diese schwerste Gesundheitskrise der letzten Jahrzehnte durchkommen. Und das Dritte ist Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Zusammenhalt, Eigenverantwortung übernehmen, auch Verantwortung für den Schutz des anderen mit übernehmen. Wir sitzen da alle in einer gemeinsamen großen Anstrengung. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen uns, jeder Einzelne braucht den Nächsten. Und das, was ich an Welle, an Zusammenhalt in diesem Land spüre, das ist echt großartig. Zehntausende Menschen, die in freiwilligen Initiativen mittlerweile sind, die sich engagieren in der Nachbarschaftshilfe, die Verantwortung übernehmen und jeden Tag werden es mehr. Auf dieses Österreich bin ich wirklich stolz.